auf die Wirtschaftskrise einzugehen, muss jeder Bereich einen Beitrag leisten und noch mehr der Finanzsektor. Ich habe dem Parlament versprochen, dass die Kommission einen formellen Legislativvorschlag zu einem Finanzpakt vorlegen wird. Dieser Vorschlag wird drei Ziele enthalten. Erst einmal eine Aufspaltung des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen vermeiden. Denn es gab eine Reihe von unkoordinierten Steuermaßnahmen der Mitgliedstaaten, die eingeführt werden. Und dieser Finanzpakt soll auch eine Abschreckung darstellen für zu riskante oder spekulative Handlungen. Und dann sollen die Finanzinstitutionen auch das ihre beitragen, um die Kosten der letzten Krise zu teilen, und es sollten übermäßige Profite vermieden werden. Die sehr hohen Bonis, die noch den Banken ausgezahlt werden, und Banken, die mit dem Geld der Steuerzahler gerettet worden, zeigt, dass es noch sehr hohe Gewinne im Bankensektor gibt, und die Bankenwirtschaft sollte auch zum gemeinschaftlichen Wohl beitragen.